Ich freue mich auf die Zoom-Karte-Kabine. Also wenn wir da unsere Mädchen hier ein bisschen umfrisieren können. Das brave Landei hier ist auch... ich sehe ein Landei, nicht sehen Leute vom Land, aber... So eine schicke Blondine hier. Hätte ich nichts dagegen. So, wer ist denn da? Ach, du wieder. Nee. Wenn ich es noch nicht gesagt habe. Nee. Praktisch. Angsthase. Kann ich flüchten. Gut. Vielleicht noch speichern, wäre nicht schlecht. Diese Kurzwahltasten hier, die eingebauten, sind sehr praktisch. Ah, Mann! Zwei Schritte vom Gras, logisch. Ich kenne dich schon. Nein, danke. Und ich kann flüchten. Danke! Sehr nett. So, auf in den Kampf! Ja. Hallo! Wer bist du? Weiß ich die Blicke von zwei Trennern? Ja. Ah ja, noch wegen sie. Ja. Du fliegst gleich übers Gelände da. Badehose dabei! Bikini. Gure, Jui, fordere dich heraus. Ja, du raus und mich auch. Okay. Hasbiro. Oh, hab noch nie Hasbiro gesehen. Level. Nein, ich hatte kein Kaffee. Level. Ah! Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Vorne und du bist weg. Irgendwas fast. Seht ihr, es lohnt sich einfach ein bisschen zu trainieren vorher. Nochmal. Wie viel hat ihr? Ich glaube nur das, oder? Und tschüssi! Übrigens, ach Menno, deine Pokémon sehen total happy aus, weil du gewonnen hast. Ja sicher, ich auch. Weil ich die Stumpfbacke besiegen konnte. Was ich sagen will ist, was sollte ich sagen? Was sollte ich jetzt sagen, verdammt? Ich hab's vergessen. Oh, schön, oder? Kann sich doch mal geben. Ach ja, eigentlich war ursprünglich gedacht bei Pokémon, dass jedes Pokémon den Kampfschrei, wenn es der Kampf beginnt, ein anderer ist, als wenn der Kampf vorbei ist. Ne? Also, was haben wir denn da? Ah, okay. Also wenn es reinkommt, und am Schluss oder irgendwie sowas. Es wurde bei der ersten Generation geplant, aber es hat sie nicht machen können. Später dann schon. Los, auf, wir zeigen Ihnen, wie stark wir Käfer sind, wie stark Käfer Pokémon sehen ja so auch. Ich gebe dir gleich einen Raumpi zu. Ho, habe ich jetzt Angst. Knirps, Knirps Max. Der maximale Knirps. Na gut, was haben wir denn gegen einen Raupi in der Hand? Das schafft sogar unser Hassbüro. Zum Level sage ich jetzt mal nichts. Sonst komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Bam! Oh, Tackle. Wow. War das ein Kraftstoß oder war das nur der Wind? Haha. Sorry, wenn ich ein wenig arschig bin. Nein, Spaß. Gut. Und ich bin... hab's natürlich gesehen mit Geld. Nee, der Bulli hier, ich... Mopse den die Kohle. So, wo geht's jetzt weiter mit der Leiter. Ja, das kennen wir ja schon. Was los? Hallo? Wofür schaut ihr an? Was möchtest du tun? Hä? Nach rechts drehen, anschauen, verabschieden. Was? Wieso nach rechts drehen?
Nichts gegen Wuffes. Und schön, dass das Spaß hat. Das ist das unnötigste Minispiel ever. Na gut. Ah, ich kann noch mehr. Okay. Na klar. Guck. Mit dem Hund spielt man keinen Guck. Mit dem Hund spielt man Ball. Ihr seid doch Banane. Programmier, ihr seid Banane. Nehmt den Ball, nehmt die Kokosnuss und werft ihm die hin, dass er sie fangen kann. Aber Guck spielt mit einem Hund. Ihr seid doch gar nicht blem. Doch wahr. So, und nein, es geht auch sonst nicht schneller, scheinbar. So. Na, Wuffels, was läuft? Alles klar. Wir sehen, jemand in die Beine beißen. Es dürfte mal weitergehen. Keep going. Ich kann nichts machen, das ist so geil. Ich kann nichts machen. Das ist so geil. Wir müssen jetzt einmal bis Herr Wuffels seine emotionale Kiste... muss ich was tun? Ich muss was drücken! Jetzt habe ich das! Kein Wunder, Beine, wenn eine Nation ein Spiel entwickelt, das die Hunde sonst nur frisst. Entschuldigung. Ja, du mir auch. Ich meine, hallo. Okay, wir machen das, was Mädchen machen. Ja, toll. Mach das mal bei meinem Hund. Der macht nichts, außer du gibst ihm eine strange Speck, dass er dran riechen kann. Oder nach Fressen natürlich. So, ich sag mal tschüss. Tschüss, Wuffels. Grüß die Beine. Ja, das ist dein Hund. Ich glaube, du bist klüger. Der ist klüger als du, weißt du das? Wuffels ist ein sehr freundliches Pokémon. Spiel ruhig mal mit ihm. Spiel doch selbst mit ihm! Ich hab mit ihm gespielt. Die arme Töre. Ist es blöd, mit deinem Hund zu spielen, oder was? Gib dir gleich einen Hund. So. Ja. Oh, Gegner, oh. Da vorne sehe ich hier jemanden. Was ist denn da vorne los? Hey, kämpf mit mir. Ja. Bin ganz dezent genervt. Wieso weiß ich auch nicht. Ich glaube, von dem Muffels-Minispiel. Ah, Vorschüttler. Ich habe jetzt Vorschüttler gelesen. Was ist ein Vorschüttler? Okay. Radfahrt mit der Mustache. Na, was warst du denn für ein Schnauzbart? Hast du es gesehen? Radfahrt, so den letzten Lavaschnurrbart. Oh, mal sehen. Oh, oder war jetzt nicht Latin? Was machen wir denn mit dir? Die haben wir in dem Pfund. Ha! Hey! Levels. Bitte eine bessere Attacke als Flatsche. Ausdauer? Ist das eine Ausdauer? Was ist Ausdauer? Ich weiß, was Ausdauer ist, aber ich weiß nicht, was sie macht. Nach Verteidigung. Was? Ach, es ist alles besser als Flatsche. Ja. Ja. Ausdauer. Dann lädt er sich auf und dann ist, glaube ich, die Attacke dann noch stärker. Aber Ausdauer selbst? Ah, schau dir mal den Pisser an. Nein, Spaß. Aber Ausdauer selbst ist, glaube ich, keine Attacke für sich. Es ist nur eine Auflade. Dings. Ja. Na gut. Na, was macht ihr hier? Was seid ihr denn überhaupt? Dem Messen zufolge ist die Konzentration der Aura hier etwas höher. Alles in Ordnung, Kommandant. Wer seid ihr denn? Hey. Oh Gott, was seid ihr für Schnurzbartige? Was meinst du? Nein, ich habe mich nicht von diesem Fest ablenken lassen. Was hier also eine starke Aura ausgemacht. Möglicherweise hat dieser Inselkönig, oder wie sie nennen, etwas damit zu tun. Mich beschäftigt aber etwas anderes. Hast du gemerkt, wie hell es hier in Alola ist? Boah, noch viel heller als die Berichte erwarten ließen. Geradezu widerwärtig grell. Gib dir gleich grell.
Aber ist das nicht das Licht, das wir uns so lange gesehen haben? Nachdem wir uns so lange gesehen haben? Ich kann gut lesen, aber es ist ein schreckliches Deutsch. Ja, ich schätze, du hast recht. Kümmern wir uns um unsere Forschungen hier in Alola, damit schon bald auch in unserer Welt erneut das Licht erstrahlt, bevor seine Lumineszenz erwacht. Okay. Hallo? Wie geht's? Alles klar? Wollt ihr Ärger? Du bist immer von der Alola, oder? Es scheint, du kommst auch von weit her. Ach, bitte nicht solche Tempel. So, da ist was ich will. Das ist nicht das, was ich will. Fassbar. Ein Raupi, oh wie schön. Und ich hau jetzt ab, oh wie schön. Ja, tu ich jetzt. Dank, Angsthase. Danke. Danke, Angsthase. Und wir bekommen Uno Paraheilio. Juhu! Ah! Es ab jetzt. Ah, hi! Ich hab schon so einen wie dich. Das ist doch schön. Und jetzt tschüss. Ich hab's beim ersten Mal schon gerafft, dass wir Angsthase haben. Ah! Die ungeschriebene Regel, zwei Schritte vor vom Aus muss noch ein Pokémon kommen. Ja, ja. So. Jetzt mal dafür, dass das weitergeht. Ich weiß. Gut. Ich denke, es geht hier weiter, oder? Oh Mann! Gibt es da noch eine Sequenz hier? Oh Mann! Ja, ist ja schön, ist ja gut. Willkommen zu unserem Fest! In Alola gibt es vier Inseln, die jeweils von einem Schutzpatron behütet werden. Habe ich ja noch gar nicht gehört. Wirklich? Wie heißt der? Was tut der? Habe ich den schon mal gesehen? Die Schutzpatrone stehen uns immer zur Seite. Das heutige Fest soll dazu dienen, ihnen unseren Dank dafür auszusprechen. Um ehrlich zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Aber alle aus dem Dorf kommen zusammen, um ausgelassen zu feiern. Ich weiß! So. Ich glaube kurz mich an. Juhu, mein Fest, ich bin in deinem Festfeiern. Schön. Juhu, ich bin so blöd, ich glaube dasselbe. Nein, ich bin schon so gespannt, welche Pokémon zum Kampf antreten werden. Ich wollte mit Wuffels reden, du dumme Susi. Hi Wuffels. Ja, brav. Gut. Hausfriedensbruch. Mein Wuffels ist ganz toller Beschützer. Wenn ich einfach mal gehen soll, wenn man weiß, dann verbracht die Tür. Okay, ja, nehmen wir's. Sorry, ich lese nicht mehr alles vor. Nur noch Interessantes. Hi. Aha. 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 Capricci liebt also Kämpfe. Schön. Alles an, wir müssen sie endlich reparieren, aber wir haben nicht genügend gutes Holz dafür. Was denn? Aha. Gut, ihr wartet, dass Tali kämpft. Schön für euch. Und jetzt seid ihr. Aha, kenn ich schon. Kennen wir leider schon. Okay, hab gar nicht Fehlmeldung gehabt. Sorry. Ja, schon ewig ist da ein Kommentar von YouTube, ist mir egal. Also nicht ein Kommentar, nur eine Benachrichtigung. Oh, was ist denn das da eigentlich? Die Felsen sehen ziemlich robust aus. Vielleicht kann ein Pokémon ihn ja zertrümmern. Zertrümmerer! Nili-I, ein Ort, an dem Pokémon gedankt wird. Schön. Und was haben wir hier?
Ah, die kennen wir auch. Sorry, es ist langweilig. Mit das Spiel. Oh Mann! Muss ich gegen die Flachzange kämpfen? Ich würde mal gerne auch nur ein Dorf ohne Zwischensequenz erleben. Hey Ben, mein Robin und ich sind bereit. Hoppaba! Und wozu? Was? Weißt du etwa nicht Bescheid? Da seid ihr ja. Ja. Was geht hier denn vor sich? Piu! Nichts Geringes als ein ausgelassener Schlagabtausch zwischen Pokémon, die ihre besten Attacken zur Schau stellen. Denn der Höhepunkt unseres Festes zu Ehren von Kapuriki wird ein Pokémon-Kampf sein. Hast du denn die eure Pokémon gegeneinander antreten lassen? Nein, ich hau Talia eins in die Fresse. Ich mag es eigentlich nichts mit anzusehen, wenn ein Pokémon sich verletzen. Aber für euch mache ich keine Ausnahme. Ich werde mir euren Kampf ansehen. Ihr habt noch nicht zugesagt, wieso sagen sie automatisch kämpfe? Das ist Zwang. Du darfst nie vergessen, dass deine Pokémon stets alles für dich geben bin. Lass mich die dein Team aufpäppeln. Gut, dann päpple mal, du alter Päppler. Bist du bereit für den Kampf? Ja. Tali haut eins in die Fresse. Wird der Kampf beginnen? Ach ja, es ist ja ein Pokémon-Kampf. LOL. Na gut, wir spielen mit. Entschuldigung, habe nicht gesehen, was da steht. Liebe Bewohner dieser Insel. Liebe Kinder auf Inselwanderschaft. Möget ihr auf all euren Weg geborgen sein. Jetzt macht er noch einen auf Wanderprediger oder was? Wir dürfen nun einen Kampf sehen in unseres... Ja, ich höre auf damit schon, sorry. Sehen unseres Schutzpatrons Kapuriki beiwohnen. Ich habe die Ehre, die beiden Kontrahenten vorzustellen. Das ist Tali, mein Enkel. Vitamin B, Vitamin B, Vitamin B. Lass uns Spaß haben, Robal. Und hier haben wir das Mädchen, dem sie Kapuriki offenbart hat. Ben. Hi Leute, wie geht's? Fotogrammstunde jeden zweiten Donnerstag. Oh, typisch Kapuriki, seine Neugier ist einfach unstillbar. Haspiro, pass mir gut auf meine kleine Band auf, hörst du? Du weißt, dass Haspiro seine erste Stelle hat. Die winkt jetzt. Wie lange winkt sie jetzt? Bis ein Tennisarm bekommt. Lass uns einfach Spaß zusammen haben, dann wird das bestimmt auch ein guter Kampf. Nein, ich halte ihn rum, Bohnen, du Sackgesicht. Dumm Sau. Fassback. Ben und Harley, zeig, was in eurem Pokémon steckt! Ja, jetzt geht's ganz auf die Mütze, du Glückse. Und los geht's! Ja. Zwei Pokémon, du Armdusche. Och, Pichu, ernsthaft. Na gut, und wir nehmen Haspiro! Nein, der war Level 6, ich dachte schon, da kommt nie was. Gut, ich nehme Pfund. Bäm! Ja, Rutenschlag! Du bist gut. Wieso setzt der Trottel Rutenschlag ein? Ja, also Rutenschlag. Noch Volltreffen, nicht mal so viel. Ach, ist das schön. So. Ja, wir haben paralysiert. Schade. Ah, du bist besiegt. Das ist die Hauptsache. So. Robball. Was nehmen wir dann gegen Robball? Ich denke. Ich versuch's auch mal mit Marbula. Das Lachen, es wäre nur Level 6. Müsst ihr lachen. Sein Robber wäre nur Level 6. Na? Oh. Immerhin. Manchmal kann ich noch keine Elektroattacke machen. Na gut. Bam. Oh nein, nicht heulen. Hör auf mit heulen, ey. Nee. Und noch einmal.
Hey, das hat ein Volltreffer. Gut, dann geben wir mal den Rest, ne? Pichu will ich nicht trainieren, sorry. Gut. Na, machst du gleich Aquaknarre? Ich will so lachen. Ta! Hey. Gut, und ich mache jetzt folgendes Blattwerk. Bist du eigentlich bescheuert? Trottelkopf. Geht doch. Und was du bist, noch ein Schnabel dazu. Bam. Tschüssi. Ah, das ist schwer. Nein. Ja, natürlich gepflegt. Was denkt ihr denn? Und Level 9. Das ist doch schön. Schon was? Schon vorbei? Yo. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, was hast du denn gemacht? Wie muss ich denn das tun? Muss ich das tun? Mit dem Lappen? Nee. Mit dem Föhn? Nee. Dem? Hä? Mit der Pinzette? Ach so! Das was? Ja, ach so, mit dem ganzen Körper. Na, brav. Und du hast gut gekämpft. Dafür gibt's jetzt was, natürlich. Nämlich zu eins. Ich will das nehmen. Hallo? Sehr gut gemacht. Sehr gut. Also gut, und das war's. Kampf gewonnen, Edgy Badge.